Hinsch war ich im Kufsteiner Land. Treffen sich die DT Wandercup-Begeisterten zum 6. Mal fürs gemeinsame Wandern. Auch dieses Mal werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von strömenden Regen begleitet. Doch für die treuen Fans ist das Wetter kein Hindernis. Peter Peyer, Bürgermeister von Schwoich, kennt die verschiedenen Schwierigkeitsgrade der Routen. Die Wanderrouten sind in Schwoich also wirklich für jeden was dabei, vom einfachen Spaziergang bis auch sehr anspruchsvolle Dinge. Das geht vom Fuße vom Wilden Kaiser, von der Böhrer aus bis hinauf in den Bölfen und hinten bis zum Heringer Wasserfall ist wirklich für jeden was dabei. Wandern ist bei uns sowieso ganz groß geschrieben und der DT Wandercup ist natürlich sehr, sehr herzlich willkommen bei uns und hat natürlich heute bei diesen widrigen Verhältnissen hat man ein bisschen auf ein Ausweichprogramm übergehen müssen, was sich aber trotzdem ganz gut abfangen, denke ich. Es gibt sehr viele Besonderheiten. Wir haben natürlich, wir sind im sogenannten Speckgürtel von Kufstein als Wohngemeinde sehr gefragt. Aber es wird auch sehr viel für die Schwächer selber getan, damit man leistbares Wohnen vorantreibt. Und speziell momentan entsteht ein Biathlonzentrum für den Biathlon-Nachwuchs und Behindertensport. Da haben wir wirklich was übrig. Für Barbara Kaiser, verantwortlich für Marketing und Kommunikation beim TVB Kufsteiner Land, ist der Wandercup in Schwoich eine willkommene Alternative zu anderen Events in der Region. Kufsteiner Land ist eine wahnsinnig tolle Region zum Leben und zum Sein. Es verbindet sehr, sehr viele verschiedene Elemente. Also man hat von der Kultur, von der Stadt, man kann die Festung besuchen, man kann zu Riedelglas und auf der anderen Seite hat man eine große Nähe zur Natur und tolle Kulinarikangebote. Also es umfasst sehr, sehr viele Komponenten, die das Hiersein einfach sehr schön machen. Das Wetter zwingt die Organisatoren für einen spontanen Wechsel in den Saal der Volksschule Schwoich. Für die musikalische Unterhaltung sorgen Juhe aus Tirol, Let's Fetz, das Schneiderwirt-Trio und Peter Wille. In Schwoich geboren, nützt der ehemalige Vize-Weltmeister und vierfacher Olympiateilnehmer Franz Schuler die Umgebung zum Entspannen. Ja, das ist unsere Hausstrecke. Früher sind wir die Strecken halt nur gelaufen, jetzt müssen wir es auch schon gehen, ne? Das ist, ändern sich die Zeiten. Aber die Strecke ist wunderbar, also für uns, unser Hausberg unter dem Böfen, wir bewegen uns da selber als Einheimische wahnsinnig viel. Es ist zwar nicht viel los normalerweise, weil du kannst halt nirgendwo einkehren, das ist der Nachteil. Aber wir haben bis Herding aus, bis zum Herdinger Wasserfall eigentlich ein wunderbares Gebiet. Leider hat man jetzt gesehen, Herdinger Wasserfall, alles zerstört durch das Unwetter. Kennt man fast gar nicht mehr, habe ich heute das erste Mal gesehen. Aber es ist schön zum Gehen und ich glaube für jeden Normalverbraucher auch gut bewältigbar. Der nächste TT Wandercup findet am 5. September in Fliers statt und führt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf den Fennet.